Pressekonferenz vor unserem nächsten Heimspiel am Sonnabend 14 Uhr gegen den 1. FC Magdeburg. Wir rechnen mit bis zu 20.000 Zuschauern. Im Vorverkauf gibt es Karten. Die Tageskassen, die sind geschlossen. Sprich, heute besteht noch die Möglichkeit, sich Tickets für die Partie zu sichern, beziehungsweise morgen und übermorgen dann auch noch online. Ansonsten, ja, um 12 Uhr öffnet das Stadion. Wir bitten um frühes Erscheinen aufgrund der hohen Zuschauerzahl, ja, dass man dann eben auch pünktlich im Stadion ist und nichts verpasst. Christian Brandt, personell habe ich jetzt erstmal nur zwei Namen auf dem Zettel, und zwar Tommy Gruppe, Bauchmuskelzerrung, und Matthias Henn ist wieder fit, soweit ich weiß. Und dann haben wir noch Sofian Benjamina, genau, der ist auch noch angeschlagen, ist sicherlich dabei geblieben, ne? Ja, Tommy ist klar, der fällt aus. Dann Sophie hat heute trainiert, das erste Mal wieder, müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Timo Gebhardt hat muskuläre Probleme, nicht trainiert. Und Stefan Wannwetsch? Stefan Wannwetsch ist auch wieder dabei. Okay. Das ist es, glaube ich, eigentlich alles soweit. Okay. Na gut, dann machen wir gleich weiter mit euren Fragen. Anja ist mit dem Mikro da und ja, wird dann gleich zu euch kommen, wenn ihr eine Frage habt. Kai Rehberg von der Ostsee-Zeitung. Dieses Osterwochenende hat ja eine besondere Konstellation, dadurch, dass es ein Doppelspieltag sozusagen ist, also mit dem Pokalspiel. Hat man da als Trainer bestimmte Prioritäten in der Wichtigkeit der Spiele? Und zweiter Teil, kann man sich da auch vorstellen, schon mal die Mannschaft ein bisschen zu splitten für das eine und für das andere Spiel? Also Prioritäten gibt es nicht. Also wir nehmen jedes Spiel extrem ernst und auch halten es für sehr, sehr wichtig. Magdeburg, einfach klar, wir haben ein Heimspiel, bis zu 20.000 Zuschauer werden erwartet, das ist ein Ostderby. Das hat natürlich schon eine besondere Konstellation, das ist klar, aber auch Greifswald am Montag ist sehr wichtig für den Verein und auch ja, für uns als Mannschaft. Aber jetzt das nächste Spiel ist Magdeburg und ja, da wollen wir versuchen, die beste Mannschaft aufzubieten und am Montag dann gegen Greifswald auch wieder die beste Mannschaft. Für den jeweiligen Zeitpunkt. Jan, Did You Guide, NDR 1 Radio MV. Wenn Sie diese Zuschauerzahl hören, was ja, wenn ich es richtig überschlage, dann wirklich Saisonrekord bedeuten würde, ist das für Sie auch nochmal so ein richtiges Highlight oder können Sie das gar nicht so richtig trennen von wichtigen und ganz wichtigen Spielen? Ja, also es ist natürlich schon so, dass es viel, viel schöner ist, vor so vielen Leuten zu spielen. Und unser Ziel ist es immer, das Stadion voll zu spielen. Und jetzt haben wir eine Konstellation, wo ja vielleicht 20.000 oder auch mehr Zuschauer kommen. Und ich glaube, das haben wir uns erarbeitet, auch in den letzten beiden Spielen, mit dem Auftritt hier gegen Duisburg auch speziell nochmal. Und die Mannschaft hat Selbstvertrauen und wir wollen den Leuten einfach ein richtig gutes Spiel bieten. Für Magdeburg geht es auch noch um sehr viel. Also sie wollen sicherlich oben dabei bleiben. Aber auch für uns ist es extrem wichtig. Und von daher wird es ein tolles Spiel. Oliver Kramer von der Bild-Zeitung. Nun haben sich ja in den letzten Spielen einige Spieler aufgedrängt, die sich ja vorher etwas schwer getan haben. Christopher Quiring beispielsweise, auch der Tobi Jenicke hat, denke ich, ganz gute Partien gemacht. Vorher hat Amori Bischoff getroffen. Wie schwer fällt es Ihnen denn jetzt, da jetzt die passende Startelf zu finden? Oder sind Sie vielleicht auch andererseits froh, da jetzt ja noch mehr Alternativen zu haben? Ja, ist schon auch eher Letzteres. Also wir sind froh, dass jetzt auch ein Konkurrenzkampf, ein gesunder Konkurrenzkampf da ist, weil so viele Spieler auch wieder zurückgekehrt sind und auch mittlerweile die Leistung abrufen, die wir uns wünschen und auch erwarten von den Jungs. Klar müssen wir für Samstag schauen, was die beste Mannschaft ist. Ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe. Jan? Der Schritt bis zum Klassenerhalt ist nicht mehr allzu weit. Vor zwei Jahren gab es ja eine Konstellation, die fast vergleichbar war mit 9 Punkten Vorsprung, 6 Spieltage vor Schluss. Und dann hat man quasi noch bis zur letzten Sekunde in der Saison gezittert. Sind das Beispiele, die man ganz bewusst vielleicht von der Mannschaft weghält, weil man mehr verunsichert? Oder ist das vielleicht sogar ein ganz gutes warnendes Beispiel, wie das eben gehen kann, wenn man so einen großen Vorsprung hat? Ja, also ich hätte das, wenn Sie es jetzt nicht erwähnt hätten, überhaupt nicht auf dem Kalender gehabt. Und jetzt habe ich es natürlich im Hinterkopf. Ja. Gut, Sie sind ja ein großer Freund der Statistik, das weiß ich ja. Und von daher nehme ich mir das auch dann gerne zu Herzen. Ich glaube aber, dass die Mannschaft
um die latente Gefahr in dieser Liga immer weiß. Ganz gleich, auf welchem Tabellenplatz man steht. Ich glaube aber auch, dass wir stark genug sind, die nötigen Punkte zu holen. Und ich glaube auch sehr fest, dass wir die nötigen Punkte schon am Samstag gegen Magdeburg holen. Sven Kriese, Antenne MV. Magdeburg stand sicherlich nicht vor der Saison als Aufstiegskandidat für viele fest. Jetzt ist es so der Fall, die stehen da oben. Was haben die denn besser oder anders gemacht als Hansa, außer mehr Punkte geholt, logischerweise? Ja, die haben vor allen Dingen nicht ganz so häufig unentschieden gespielt und haben mehr Spiele gewonnen. Das ist eigentlich das, was uns natürlich am meisten wurmt, dass wir viel zu viele Unentschieden hatten. Ich meine, Sie können sich ja denken, wenn wir 2-3 Spiele mehr gewonnen hätten, dann wären es 4 bis 6 Punkte mehr und wir wären auch an einer anderen Tabellenregion oder in einer anderen Tabellenregion zu Hause. Aber letztendlich, die Tabelle lügt nicht. Magdeburg ist verdient oben dabei und sie haben natürlich auch Qualität. Sie haben einen Torjäger vorne mit dem Christian Beck, der eine Menge Kisten schon gemacht hat. Und tja, das ist sicherlich auch was, wo ich denke, ja, dass das schon einen Ausschlag gibt, weil wir haben keinen Stürmer, der ja, 10 bis 15 Tore macht. Das ist leider so. Doch, Jan. Bei den jüngsten Duellen dieser beiden Mannschaften war immer auf den Rängen auch ordentlich viel los. Bereiten Sie Ihre Mannschaft in irgendeiner Form darauf vor oder sprechen Sie das nochmal an, dass man da vielleicht auch sich auf ganz spezielle Verhältnisse während der 90 Minuten im schlimmsten Fall vielleicht auch mit einer Unterbrechung oder Ähnliches rechnen muss? Nein, also ich glaube, die Jungs freuen sich unheimlich auf das Spiel, so wie wir auch alle. Also das ist ein Highlight und das hat natürlich eine tolle Atmosphäre, wenn 20.000 oder mehr Leute im Stadion sind. Und was dann auch passiert, das hat man ja als Spieler oder auch als Trainer dann überhaupt nicht mehr zu beeinflussen. Da kann man nichts machen. Wir nehmen die Stimmung so auf, wie sie ist und ich glaube, dass sie sehr gut sein wird. Olli Kamm. Wenn wir jetzt nochmal die letzten 10 Tage so ein bisschen Revue passieren lassen, das waren ja schon wieder ja, bei Hansa hier quasi Extreme. Nach dem Osnabrück-Spiel sah es ja schon wirklich schwierig aus. Jetzt schon fast die Entspannung in Sicht. Wie haben Sie das selbst wahrgenommen? Ist das wirklich, so wie Sie gesagt haben, normales Tagesgeschäft oder war das schon, wo Sie sagen, das ist schon eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen muss? Also ich glaube, dass das mittlerweile dazugehört zum Trainerjob. Also es gibt halt kaum noch Zwischentöne. Es gibt halt Schwarz und Weiß. Und alles, was dazwischen ist, so, das ist irgendwie nicht mehr so richtig präsent. Also dass diese emotionalen Ausschläge, wenn ich dann noch daran denke, wie das in Osnabrück war oder auch hier gegen Köln oder auch Paderborn und 10 Tage später ist dann gegen Duisburg völlig anders, nehme ich dann auch mal so zur Kenntnis und lächle auch so ein bisschen darüber. Aber ja, es ist verrückt. Also es ist eine krasse Welt und im Fußball machen sich die Ausschläge extrem bemerkbar. Dann haben wir gegen Mainz gewonnen und die Leute singen auch die ganze Zeit. Und man weiß aber auch, was einen im schlimmsten Fall erwarten kann. Und man sieht aber auch, wie schön es sein kann, für Hansa Rostock zu arbeiten, wenn man Erfolg hat. Und deswegen, das ist das, was wir mit den Spielern immer besprechen. Man sollte diese Dinge auch nicht persönlich nehmen. Ich glaube nicht, dass die Leute im Negativfall, wenn wir nicht gewinnen, was gegen mich haben. Ich nehme das nie persönlich, sondern sie haben einfach Angst und machen sich Sorgen um ihren Verein. Und das ist ja eigentlich auch was Gutes. Dass das emotional manchmal so überbordert, das gibt es in anderen Vereinen auch. Und andererseits sagen wir den Spielern auch, pass auf Leute, wenn ihr mal ein Tor schießt, dann glaubt nicht, dass die Leute hier aus dem Stadion euch jeden Abend zum Essen einladen. So ist es auch nicht. Also für die Menschen, gerade hier in dieser Region, ist einfach einzig und allein wichtig, dass ihr Verein oben bleibt, dass der Erfolg hat und dass Leute für den Club arbeiten, mit dem sie sich identifizieren können. Und das ist so das, was ich in den letzten 15, 16 Monaten eigentlich am meisten festgestellt habe. Ich nehme die Dinge nicht persönlich, freue mich über tolle Dinge und nehme es auch nicht so ganz so tragisch, wenn die Leute mal nicht so zufrieden sind. Alle Fragen beantwortet. Perfekt. Super, dann bis Sonnabend. Ja.